ich werde angegriffen. Ja, wenn es nur die Meldung wäre. Schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oi. Meine Güte, von Siedler 3. Das ist ja richtig lange her hier alles. Ja, wir sehen, da ist einiges im Argen. Da passiert einiges. So, warte mal. Bleibt ihr mal hier schön stehen. Dankeschön. So, ich mache jetzt mal hier ein paar Pioniere wieder zu Trägern. Fangen wir direkt damit wieder an. So, ihr könnt dann euch hier schon mal bereit machen. Und dann brauche ich hier vorne auch noch ein paar Diebe. Ich wollte hier noch weitere 5 Bogenschützen rekrutieren. Ah, da kommen ja die Diebe. Ach genau, die kommen ja hierher. Die gehen jetzt hier hin. Genau, die machen jetzt hier ihren Job. Ja, ist ja toll, dass das in der letzten Runde alles so super abgestürzt ist. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Coole Sache, definitiv. So, und ich werde jetzt auch mal was Folgendes machen hier. Ich werde hier oben einen großen Turm hinsetzen, den ich dann verteidigen kann. Damit mir nicht sowas passiert wie eben. Das kann ich nicht mit ansehen. Ich werde auch hier oben auf jeden Fall ein paar Bogenschützen hinschicken. Einfach damit ich vorbereitet bin, sollte dort irgendein Drama passieren. So. Hier haben wir unsere Bogenschützen. Und wir machen halt einfach alles nochmal von vorne. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, ein paar Spitzhacken können wir noch brauchen und noch ein paar Hämmer. Das geht eigentlich immer. Und dann wollte ich hier sowieso noch eine weitere, genau, eine weitere Kohlemine, noch eine weitere Eisenerzmine. Und ja, der Schlachter, das könnte dauern, bis er fertig wird. Wir haben tatsächlich eine Menge Träger. Ich weiß gar nicht, was wirklich das, der Grund dafür ist, dass wir so wenig, dass hier so wenig passiert. Träger können es ja eigentlich dann nicht sein, ne? Haben wir doch so wenig Holz? Naja, Holz geht eigentlich auch, ne? Wir haben genug Baumstämme. Wir haben immer noch genug Baumstämme hier tatsächlich. Ich weiß nicht, was der Grund sein könnte. Also, warte, ihr bleibt noch da, bitte. Und ihr klaut uns gleich mal ein bisschen Eisen, bitteschön. So, klar, dass da einer zum Brett geht. Das ist logisch. Das ist dann beim ersten Mal so. Aber danach sollte hier für alle freier Zugriff sein. Da dürfen sich jetzt alle mal bedienen. Jeder darf mal ran. Sehr schön. Dann komm mal her. Okay, hier mal die Bogenschützen, hier mal die Schwertkämpfer. Wo die sich durchgemogelt haben, will ich auch echt mal wissen. Die müssen ja hier irgendwo echt lang gelaufen sein. Und den Wachturm, den werde ich auch auf jeden Fall einreißen hier. Da mache ich keine halben Sachen mehr. Der wird dann gebaut. Da wird der Aussichtsturm irgendwann in 10 Jahren wahrscheinlich mal gebaut. Vielleicht sollte ich auch echt mal hier ein paar... Hämmer machen und ein paar Schaufeln auch noch, damit ich noch ein paar mehr, ja, ein paar weitere Planierer habe. Das wäre auch noch gut. Habe ich denn mein zweites Lager mittlerweile schon? Nee, mein zweites Lager steht noch nicht. Ist auch noch nicht nötig, aber wenn ich da gerade dran denke, dann mache ich das halt direkt mal. So, was ist das Problem bei euch? Ihr baut einfach nichts, weil ihr keinen Bock habt, was zu bauen. Okay, ja, verstehe ich natürlich. Wenn ihr keinen Bock hat, was zu bauen, dann klar. So, die Eisenbarren kommen. Ja, und unsere Diebe können hier zurücklaufen. Unsere Diebe laufen hier rüber. Und dann sieht das doch schon mal ganz okay aus. So, hier, warte mal. Genau, hier, schnappt euch den Typen schon mal da. Ja, sehr schön. Das ist auch wunderbar. Der kommt nämlich nicht um das Schneefeld drumherum. Können also ganz entspannt hier durchlaufen. So, 3 Eisenerz sind da gerade schon wieder. Die nehme ich mit. Ihr könnt euch auch schon wieder die nächsten Eisenbarren holen. Vielleicht sollte ich tatsächlich hier... könnt ihr da was klauen? Gibt's da was? Anscheinend. Anscheinend haben sie noch ein bisschen Eisen gekriegt. Ja, okay, die ersten Waffen sind aber auch schon wieder fertig da oben. Also, sie rekrutieren ja ohne Unterlass, ne? Sie kriegen ja echt Truppen ohne Ende. Ich muss auch gucken, wo ich dann am Ende hier... Ich muss echt einen Blick hier immer auf das Feld hier noch haben, hier auf die Minimap, damit ich sehe,
ob da Soldaten ankommen oder halt nicht. So. Da gibt es anscheinend gerade nicht viel. Den Bogen hat er nicht gekriegt. Müssen wir uns jetzt ein bisschen Kohle klauen. Na ja, gut, dann müssen wir uns halt jetzt ein bisschen Kohle klauen. Nimm dir einfach ein bisschen Kohle. Danke. Gut. So, wie viel gibt es da jetzt schon wieder? 4 oder 5 gibt es da auf jeden Fall. 4 oder 5 gibt es da auf jeden Fall. Ja, gut, mal gucken. Ja, okay. So, klauen wir alles mal. Guck mal, gibt sogar ein bisschen Fleisch. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Bislang kommt leider auch kein weiterer Schwertkämpfer, ne? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn da nochmal ein Schwertkämpfer um die Ecke käme. Aber sieht gerade nicht so aus. Die Frage ist, was tun wir halt mit den Türmen? Den hier, den haben sie eingenommen. Okay. So, dann warten wir da mal kurz. Die sollten natürlich schnell wieder was klauen gehen. Sonst ist doof. Okay. 2-mal Dankeschön und mitgenommen. So, ihr seid gleich fertig. Ich kümmere mich gleich um euch. Aber vorher muss ich natürlich einmal speichern, das ist klar. So, hier sind 2 Eisen, die jetzt bislang rumliegen. Okay, sonst ist es nicht viel mehr. Mal sehen, ob die gleiche, ob die gleiche wieder ihre Eisenmine hinsetzen. Da kommt noch ein weiteres Eisenmütchen. Einmal bitte klauen. Dankeschön. Du kannst auch gleich was klauen. Ach, guck mal, ja, richtig ergiebig. Ja, nimm mit. Dankeschön. So, dann alle wieder hierher und dann wieder warten. Da tragen sie jetzt meine Edelsteine. Ich frage mich auch echt, ne, warum werden die nicht getragen? Da standen ja so viele jetzt schon die ganze Zeit rum an der Mine. Gut, ich glaube, jetzt kam auch erst Fisch so langsam. Aber guck mal, hier liegen auch Steine rum und da wird nichts hingebracht. Was ist denn da los mit den Leuten? Warum tragen die alle nichts? Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, was bei diesem Spiel verbuggt ist. Also irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist hier mega kaputt, weil die Rohstoffe liegen rum. Wir haben alles da, was wir brauchen. Wir haben halt keine Planierer hier. So, ihr geht dann einfach mal hier vorne hin. Wir haben halt nicht so viele Planierer, aber das wäre auch egal, weil das Ding ist ja schon fast fertig, ne? Guckt euch das mal an. Ich verstehe das alles noch nicht so ganz. Alles ergibt für mich noch nicht so richtig Sinn. So, was ist hier los? Ihr müsst wieder was klauen. Kommt ihr hin? Da wurde ich angegriffen. Wann? Achso, das sind noch ganz alte. Okay, Spitzhacken fehlen. Jo, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch, die Spitzhacken. So, jetzt muss ich mal zwischendurch speichern. Sonst gibt es nämlich wieder ein Drama. Oder wurden die Träger von irgendwo am Arm der Welt angefordert, bis sie mal angekommen sind? Das kann natürlich auch sein. Oh. Okay, das war keiner, der meinen Dieb attackiert hat. So, ich speichere jetzt einfach mal hier. Erste Ägypter-Kampagne brauche ich jetzt nicht. Aber ihr geht hier klauen. Oh, da kommt nochmal ein Fleisch. Sehr schön. Sehr gut. Das will ich natürlich haben hier. Ich will das Fleisch haben. Gib mir das Fleisch. Ach, Mann. Dann halt nicht das Fleisch. Ich wollte jetzt aber die Träger hier, die Pioniere zurückverwandeln. So, einmal da. Und dann hier. Okay, dankeschön. Gut, das war's erstmal. Reicht erstmal. Passt. Halbwegs. Oh. Ja, da kommen jetzt Leute. Okay, hier kommt jetzt der große Angriff. Okay. Du läufst mal weg, bitte. Alter, er kriegt natürlich richtig auf den Sack hier schon. Okay. So, jetzt hier den Weg zustellen. Okay. Nee, ihr geht hier wieder hier hin. Wir müssen hier den Weg zustellen.
Okay. So, wie sieht's hier aus? Das sieht noch okay aus. Ihr müsst euch leider hier verkrümeln. Okay, Diebe weg. Okay, die Diebe triggern das natürlich ganz gut. Ah, nee, nee, ihr schafft das schon. Ah, beziehungsweise du nicht. Du musst dich mal zurückziehen. Oh, verdammt. Ja. Okay, schaffen wir das. Ja, den hier muss ich zurückziehen, den Bogenschützen. Gut. Sehr gut. Du musst weg. Sehr gut. Und ihr... Nein! Verdammt! Ach! Mist! Verdammt da! So, ihr lauft zurück hier. Ihr geht bitte direkt zur Heilung. Dankeschön. Läuft hier irgendjemand anders unten durch? Ich glaube, das ist nur ein... Das ist nur ein Geologe, der hier durchrennt, oder? Ich sehe hier gerade sonst nichts. So, ihr lauft hier weiter. Ah, die sind noch entdeckt gewesen. Krass. So, auf sie. Und an die Bogenschützen hier. Okay, die sind anscheinend alle noch aufgedeckt. Okay, krass. Die meisten von denen haben sie anscheinend echt entdeckt und dadurch, dadurch dann Randale gemacht. Okay, ich habe einige Leute verloren, möchte ich meinen. Ah, schießen! Hallo, was macht ihr da? Ihr sollt auf die schießen. Auf den Typen. Ah, Halleluja. Ja, das wird ja was hier. Das kann ja noch was werden. Dankeschön. Puh, das hat er jetzt aber ordentlich gewämst. Also, da ist gerade gut was passiert, muss ich sagen. So, klaut euch mal... Okay, also, den einen Dieb, den kennen sie. Den anderen Dieb, den kennen sie nicht. Na gut, das heißt, den kann ich eigentlich auch komplett vergessen hier. So, da kommt schon wieder ein Schwertkämpfer. Okay. Ja, das geht aber noch. So. Was mit euch? Ja, ihr werdet jetzt alle geheilt. Göttliche Aufwertung bei 0%. Wow, das ist natürlich echt extrem geil. Extrem Hammer. Ich glaube, der Dieb, sobald er einmal aufgedeckt ist, kann ich mit dem nichts mehr machen. Dann ist, glaube ich, verloren. Dann ist egal. Dann kommt er nicht mehr ran. Das heißt, ich habe jetzt im Moment nur noch einen Dieb, der sich hier Eisen klauen kann, weil der wird jetzt einfach sterben. Genau. Der andere ist zum Glück noch unentdeckt geblieben. Das heißt, mit dem gehe ich jetzt hier halt Eisen. Okay, aber krass, was hier passiert ist. Habt ihr gesehen, ne? So, wir haben hier jetzt kein Eisen. Wir haben auch hier in dem Lager, weil es interessiert auch keinen, hier irgendwie Schwerter in dieses Lager reinzubringen. So, Leute, die stehen alle doof rum und tun nichts. Ist das hier zu weit weg oder was? Kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Ah, da kommen wieder welche. Oh. Du gehst mal direkt hier zum Heilen, bitte. Dankeschön. Okay, da kommen ja echt viele Leute hier. Da geht's aber richtig ab. Mal sehen, wie weit ich da komme gegen die. Okay, so. Hier. Weiter auf die anderen Bogenschützen drauf. Dankeschön. Okay, es sind jetzt alles nur Level 3er. Das wird richtig... Das wird eine richtig heftige Nummer jetzt nochmal. Das wird noch richtig knackig. So, die kann ich jetzt gleich alle mitnehmen. Gut. Haben wir das geschafft. Ja, aber schaut euch das mal an hier. Da kommt jetzt noch ein Schwertkämpfer an. Okay, der ist... Glück erledigt. Ah, was ist denn das hier? Hier sollen noch 49 Träger irgendwo sein, die wir manuell nutzen können. Ups. Huch. Die stehen hier auch so rum. Haben wir auch nichts zu tun. Ah, da unten kommt wieder ein Typ hier an. Okay, den haben wir aber auch erledigt zum Glück. Gut. So, und da kommt Priester.
Ja, da möchte ich aber bitte nur einen für nehmen. Was kann der denn nochmal? Ich glaube, der kann nicht so wahnsinnig viel, der asiatische Spitzer. Ich glaube, der kann nur so ein paar Bandzauber und irgendwie Kampfkraft stärken und sowas. Wäre natürlich ganz cool, wenn er jetzt einfach hier so einen auf mich drauf zaubert, dass halt meine Leute halt schlechter schießen oder so. Das wäre für mich in Ordnung. So. Schießt! Okay. Bloing, bloing, bloing. Den müssen wir auch schießen. Ja, das kriegen wir auch hin. Gut. Gut. Hat geklappt. Halbwegs. So gut wie es halt irgendwie geht. Also ich frage mich halt nur, warum die hier alle so untätig rumstehen. Das wundert mich halt echt extrem. Und warum diese blöde Ziegenfarm hier nicht fertig wird. Das ist auch nochmal so ein Problem. Also das ist auch nochmal eine Frage, die ich mir gerade stelle. Warum wird das alles nicht richtig fertig hier? Okay. So, ihr haltet euch hier bitte zurück. Du kannst hier die Eisenmine ein bisschen plündern. Dankeschön. Ja gut, soweit sie weiterhin ihre einzelnen Leute hier so in den Kampf schicken, habe ich kein Problem. Da ist das okay. Wenn die halt so einer nach dem anderen hier rüberlaufen, dann sind sie bald erledigt. Ich brauche natürlich noch einen Haufen Bogenschützen. Göttliche Aufwertung dauert halt auch einfach ewig. Vor allem, wenn man halt so wenig Getreide hat wie ich. Ich meine, die Farmen hier, die sind zum Glück jetzt fertig. Die fangen jetzt mal an zu arbeiten. Und hier, das Wohnhaus wird auch bald fertig. Das ist auch schon mal... jetzt muss ich doch mal wieder hier die Arbeit aufnehmen, glaube ich. Jetzt wird es doch mal ein bisschen eng. Warum habe ich das überhaupt eingestellt? Also, was ich hier tue... Das überlasst ihr schön mir, ne? Das ist alles durchdacht. Komplett. Das ist genau der richtige Plan, den ich hier fahre. Was? Naja, irgendwie. Oh, da kommt. Ihr seht, da kommen schon wieder welche. Da kommen schon wieder einige hier anmarschiert. Ah, da komme ich schon wieder nicht so richtig gut vorbei. Okay, der eine ist gestorben. Sehr schön. So, ja, sehr gut. Wunderbar. Na. Okay, und ihr schnappt euch den Typen da. Ruf da. Schnetzelt ihn weg. Es ist schon geil hier hinter diesem Schneefeld, weil man hier wirklich gut durchkommt, muss ich sagen. So, hier haben wir nochmal ein paar Bogenschützen. Du gehst mal hier rüber, bitte, lieber Geologe. Du hast da sonst nicht viel verloren. Hier unten, ja, breiten sie sich halt weiter aus. Das war ja irgendwie fast klar. Ansonsten ist hier nicht so viel. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, was hier alles blockiert. Ich verstehe, was hier alles blockiert. Oh, Leute, das werdet ihr aber irgendwie mal schaffen hier. Okay, nee, die Eisenschmelze muss weg. Das hat sich leider festgebackt hier. Toll, ey. Meine Güte. Alle unfähig. Alle komplett unfähig da. So, was ist hier los? Du musst mal weg, bitte. Direkt zur Heilanstalt. Dankeschön. Okay, der Rest hat das hier wieder gemanagt. Aber schon krass, ey, was hier abgeht. So, also Bögen liegen eine ganze Menge rum. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Bögen... Bogenschützen rekrutieren. Mit Bögen habe ich es ganz gut gerade. Das geht echt ganz gut. Also da haben wir die Ressourcen, die wir brauchen. Ich habe halt nach wie vor keinen Schlachter. Weil der einfach nicht fertig werden will. Also das ist schon echt eine merkwürdige Sache. Da kommt Wasserwerk hin. Okay. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Da gibt es dann hier nochmal die Möglichkeit, dich zu heilen. Du solltest hier mal ein bisschen Ressourcen suchen. Wir haben auch voll viele Speere hier rum, aber es dauert halt alles. Das dauert so Ewigkeiten. Halleluja. Ah, da kommen wieder welche. Hallöchen. Einfach einen nach dem anderen so wegschnitzeln. Genau so muss es sein. So, die Folge haben wir überstanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wir machen jetzt erstmal finito. Hat ja auch gereicht. War ja schon wieder genug Drama. Na komm.
schon wieder. Jetzt kommt ein Bogenschütze. Ich hoffe, den kriege ich noch tot. Ja, jetzt geht es nämlich richtig los. Jetzt kommen nämlich ein paar mehr wieder hier an. Ja. So. Den Bogenschütze müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. So, wo wurde ich noch angegriffen? Na gut, geht hier. Geht so halbwegs. Okay. Also, dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir brauchen nicht mehr lange, um das alles hier in den Griff zu kriegen. Mal schauen. Wir haben zumindest zu Tagen halbwegs eingekesselt. So, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.